Die 10 Schlüsselfragen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben gesagt, zu den Schlüsselfragen gehört die Frage nach der Definition, die Frage nach dem Urteil, also das Urteil, was ist das Urteil davon, diese Wissenschaft zu lernen, die Frage nach der Athamara, nach dem Nutzen, nach dem Ertrag, was bringt diese Wissenschaft, das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Besonders die Frage nach dem Nutzen ist eine sehr wichtige Frage. Einfach aus dem Grund, aus dem folgenden Grund, wenn etwas schwer ist, wenn eine Handlung Mühe erfordert, eine Handlung oder ein Bestreben Mühe erfordert, mühsam ist, dann müssen dem Menschen, entweder muss das jemand anderer machen oder er muss das mit sich selbst machen. Er muss sich bewusst sein über die Vorteile, die Nutzen, die er hat, wenn er diese Last auf sich nimmt. Also die Frage, warum sollte ich das lernen, nicht nur auf das Lernen bezogen, auf alles andere, warum sollte ich das machen? Warum sollte ich das machen? Diese Frage sollte jeder sich selbst beantworten. Denn die Frage nach der Motivation, das ist leider so, dass, und ich kann das aus persönlicher Erfahrung sagen, aus Erfahrung mit den Unterrichten und so, dass viele Menschen Motivationsprobleme haben. Oder ihre Motivation nur von sehr kurzer Dauer ist. Also Enthusiasmus am Anfang. Und sobald man sich ein wenig überfordert sieht von etwas, sobald man sieht, das ist nicht alles so einfach, wie man sich das vorgestellt hatte. Wenn man zum Beispiel denkt, man müsse nur an Unterrichten teilnehmen und sitzen und zuhören und das war's. Das ist völlig ausreichend. Und wenn man dann sieht, irgendwann, das reicht alles nicht und dann ist man etwas überfordert und dann lässt man alles liegen. Deswegen die Frage, warum, ist die Frage nach den Motiven. Motivation bedeutet, Motive zu haben. Wenn du eine Wissenschaft lernst, wenn du dich mit einem Wissen beschäftigst, sei es der Fiqh, sei es die Sprache, sei es der Tafsir oder weltliche Wissenschaften, dann musst du eine Frage auf das Wieso haben. Warum mache ich das? Ansonsten wirst du nicht lange durchhalten können. Und diese Frage nach dem Wieso kann man auf zweierlei Wege beantworten. Und das machen die Ahlul Ilm. Und das eine ist, was sagt die Scharia dazu? Wie ist ihre Einstellung dazu? Fordert sie das von mir? Das ist so die allgemeine Antwort auf die Frage Wieso. Die allgemeine Antwort. Ist es eine Pflicht? Denn es kann sein, dass ich, besonders als ein Muslim, ein gewisses Pflichtbewusstsein habe. Und dass ich dementsprechend dann auch eine Handlung eben auf mich nehme, auch wenn sie ungemütlich ist oder etwas belastend ist. Denn so sind die Takalif der Scharia. Alle Forderungen der Scharia haben einen gewissen belastenden Aspekt. Deswegen heißen sie ja Taklif. Aber es gibt eine spezifischere Frage und die bezieht sich jetzt so auf die, wie gesagt, auf die Nutzen dieser Wissenschaft. Was habe ich persönlich davon? Abgesehen davon, dass ich vielleicht eine Pflicht erfülle oder eine erwünschte Handlung dadurch verwirkliche. Aber was habe ich persönlich davon auf individueller Ebene, in gesellschaftlicher Hinsicht und so weiter? Und das ist die Frage nach dem Ertrag und der Athamara. Und diese zwei Sachen wollen wir uns heute mal anschauen. Oder man kann das natürlich auch so sagen, die Wichtigkeit. Was für eine Wichtigkeit hat dieser Fiqh? Denn das ist auch eine Antwort auf die Frage, warum? Warum lerne ich das? Wegen dieser und jener Wichtigkeit. Tayyib.